Markus erste Band hieß The Deutschmarks. Viel Geld brachte sie ihm nicht ein, aber schon bald danach war er der Rotzlöffel der neuen deutschen Welle. Ich geb das, ich geb das. Markus war ein Kracher auch auf jeder Party. Was für ein 10 auf 2 Mark 10 ist im Moment überhaupt der ist. Da müsste man Markus eigentlich mal fragen, ob das nicht ein neuer Nostradamus ist, der schon vorausgesehen hat, dass Benzin irgendwann mal 2 Mark 10 kostet. Ich will Spaß! Markus, den wird man auch nie vergessen, aufgrund seiner Stimme. Ich will Spaß! 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 Erkennen Sie ihn? Auch als Sänger der New Romantic-Formation TXT hatte Markus einen Nummer 1-Hit. Er hatte noch einen Hit. Das weiß ich aber nicht mehr. Kleine, nein, doch. Kleine Taschenlampe. Ich war damals etwas neidisch auf ihn, weil ich habe Nena zum damaligen Zeitpunkt, die fand ich unheimlich knackig. Das war die einzige Ballade dieser ganzen Zeit. Und das fand ich eben auch so gut, dass man auch mal Mut zum Gefühl hatte in einer Plexi-dreieckigen Neonland. Der macht jetzt wieder ein neues deutsches Liedgut. Das wäre ganz klasse. Wir drücken dir die Daumen, Markus. Bei uns ist er wieder auf der Überholspur. Markus mit Ich will Spaß! Mein Maserati für 210, schwupp, die Polizei hat's mich gesehen, einfach Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Dann nur das Gute super rein, ich mach Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich schub die Enten aus dem Verkehr. Ich jag die Opels vor mir her. Ich mach Spaß. Ich geb Gas. Und sonst Benzin auf 3 Mark 10. Scheißegal, es wird schon gehen. Ich will fahren. Ich will fahren, ich will fahren. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Auf der Bühne, oder? Ja, es ist ein wunderbares Publikum heute Abend. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid und hier so schön mitmacht. Super. Du bist aber ein bisschen aus der Puste gekommen. Man merkt halt doch, die Jahre sind nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ja, man wird immer ein bisschen älter, das ist klar. Aber da könnte ich mich manchmal aufregen, wenn mir jemand sagt, du bist zu alt. Da hole ich immer meinen Krückstock raus und sage, pass mal auf, du. So habe ich es nicht gemeint, nur man merkt zum Beispiel, deine Stimme hat sich auch verändert. Damals warst du ja anscheinend noch nicht im Stimmbruch. Und das hast du mittlerweile also absolviert. Also das stimmt nicht ganz. Damals war der Stimmbruch auch schon vorbei. Wie alt warst du damals? Aber ich habe beim Singen immer so enge Hosen angehabt. Oh! Oh. Vielleicht lag es daran, ja, kann sein. Gut, also Markus, wir richten den Blick fest hier zu unserer Jury und fragen. Harold, du warst ja glaube ich damals, als die Neue Deutsche Welle also wirklich über uns rüber schwappt in den 80er Jahren in den Staaten. Hat man das damals so mitbekommen? Ja, natürlich. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, als Nena dann Nummer 1 war mit 99 Luftballons.
deutschsprachig, versteht sich. Und das war was ganz was Besonderes. Und diese ganze Neue Deutsche Welle war ein klasse Ereignis für ganz Deutschland. Da ist meine eigenständige Musik aus Deutschland gekommen. Und ich habe das mein ganz eigenes Erlebnis mit dieser Neuen Deutschen Welle. Ich habe damals gerade Beverly Hills Cop gemacht und habe einen Namen gesucht für das Theme von Beverly Hills Cop und habe mir den Namen des Hauptdarstellers ausgesucht, den Eddie Murphy, der damals Axel Foley hieß. Ja. Und ich dachte, das zu nennen Theme from Beverly Hills Cop ist irgendwie langweilig. Und wollte es Axel Foley nennen, klang auch nicht gut, hab dann gedacht, Moment, da gibt's in Deutschland einen, der hieß Hubert Kemmler, Hubert K., und ich habe kurzerhand Axel Foley abgekürzt zu Axel F., der Rest ist bekannt. Okay. Aber heute tun wir ein bisschen so Smalltalk reden. Nächste Woche, Markus, wird es dann ernst und nächste Woche müssen wir dann urteilen über dich. Na, ihr müsst ab nächster Woche urteilen, das stimmt. Genau. Und vor allen Dingen ab nächster Woche immer wieder einen unserer Künstler verabschieden, also gleich rauskicken. Es werden ja immer weniger, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt, der das Comeback des Jahres bekommt. Ich schaue jetzt aber nur rein zufällig in deine Richtung, Markus. Also ich möchte nur an dieser Stelle nochmal herzlich die Hand schütteln, auch dafür, dass es die deutschen Texte damals gab und wir endlich mal mitsingen konnten. Also das Englisch noch nicht gemächtig war. Danke, Markus. Obwohl ein englischer Song in Bezug auf die nächste Künstlerin, muss ich sagen, es war so ein emotionaler Song, dass wir auch alle mitgesungen haben. Es ist auch nicht weiter verwunderlich, dass sie genau mit diesem Song, das war damals ihre Debütsingle, etwas Phänomenales hinbekommen hat. Etwas, was sonst nur wirklich den Superstars gelang, wie zum Beispiel den Beatles. Mit ihrer Debütsingle wurde sie über Nacht weltberühmt. Und mit dieser Debütsingle belegte sie in 11 Ländern gleichzeitig Platz 1 der Charts.